Tag auch. Herzlich willkommen zum heutigen Überblick. Jo, es ist wieder soweit und es ist so viel passiert seit 2 Wochen. Unglaublich. Wir hatten gar keine Schwierigkeit, in irgendeiner Form Themen zu finden. Dafür aber einen Hall in der Aufnahme, wie ihr wahrscheinlich hört. Das liegt daran, dass wir in der Kathedrale aufnehmen, ja. Genau. Ich konnte im Buntglasfenster nicht mehr widerstehen. Ich hoffe, dass es einigermaßen sich anhört. Das verleiht unseren Stimmen ja noch ein bisschen mehr Bedeutung. Ja, das stimmt. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, lass uns ohne Umschweife hineinstarten, ohne Vorgeplänkel. Und mal gucken, was wir hier vorbereitet haben. Und ich kann schon mal versprechen, es wird sehr viel um zusammenbrechende Infrastruktur gehen heute. Also kann man es sagen. Aber wir beginnen mit was ganz anderem. Und zwar starten wir tatsächlich mit einer infrastrukturarmen Nachricht, wenn man so will. Wobei es natürlich auch um Infrastruktur geht, der Ausbau von Infrastruktur in Peru hat einen bisher unkontaktiertes Volk aufgeschreckt. Ja, das ist wohl jetzt die große Ambivalenz oder auch vielleicht sogar Dialektik des Infrastrukturaufbaus. Ja. Ja. Aber das stimmt, das war ja tatsächlich eine recht große Nachricht. Ne? Wenn man überlegt, was sonst alles passiert ist, ging das wirklich viel durch die Medien, dass ein unkontaktiertes Volk in Peru gesichtet wurde. Es gibt hier auch ein Bild in dem Beitrag, wo man sie so ein bisschen sieht. Ja, was ich auch ganz interessant fand, es steht ja da auch Mitglieder des unkontaktierten Volkes, der Mashcopiro. Mhm. Es ist tatsächlich so, das habe ich dann, weil ich mich dann im Anschluss daran so ein bisschen auch dazu eingelesen hatte und dann auch andere Berichte dazu gelesen hatte, es ist auch tatsächlich ein nicht bevorzugter Name dieses Volkes. Von ihnen selbst jetzt, meinst du? Genau, also das heißt im Endeffekt so viel wie wilde Piro. Und der eigens bevorzugte Name ist tatsächlich Nomole aus der eigenen Sprache. Es gibt auch noch einen anderen. Deswegen fand ich es auch ganz interessant, dass das die ganze Zeit einfach weiterverwendet wurde. Tja, auf die wird halt geschissen, ne? So wie jetzt mit dem Straßenbau da in ihrer Region. Ja, genau. Also der Straßenbau wird ja auch vorangetrieben, weil die in einem recht dicht bewaldeten Gebiet leben und das nach und nach abgeholzt werden soll. Das ist ja jetzt auch eigentlich so eine, sagen wir mal, ein gängiger Verlauf von Konflikten, den man auch schon aus anderen Regionen da, gerade eben da eben im Amazonasbecken kennt. Es wird abgeholzt, um eben diese Tropenhölzer dann auszufliegen, oder es wird auch abgeholzt, um dann im Anschluss da vor allem Soja anzubauen. Und da findet man dann eben ab und zu, Amazonas ist ja so ein Hotspot dafür, dann unkontaktierte Völker oder Teile von bislang kontaktierten Völkern, die aber unkontaktiert weitergelebt haben. Und so hier dann auch. Finde ich auch spannend, dass das dann als jetzt das größte unkontaktierte Volk der Welt gilt. Ist das so? Also steht da, ich hatte es auch häufiger gehört. Das ist ja alles, glaube ich, Einschätzungen und wurde ja auch viel dann eben weitergegeben von dieser Gruppe Survival International, die sich eben dann, ich glaube, primär eben mit unkontaktierten Völkern, aber ich glaube auch generell mit gefährdeten indigenen Völkern befasst und für die dann eben aus einer externen Perspektive heraus eintritt. Und ich meine auch, dass diese größere Gruppe der Indigenen, wo dann auch diese Nomole oder wie sie hier heißen, Mashcopiro dann zugehören, auch geschichtlich tatsächlich schon in Anführungszeichen kontaktiert waren. Und zwar nämlich in dem ganzen Konflikt schon im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts rum um den Kautschukboom. Ah, okay. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal irgendwie so gehört, ne, mit dem Amazonas, dass es da eben von europäischen, von amerikanischen, aber auch von
örtlichen lateinamerikanischen Geschäftsmännern eben so einen großen Run auf das Innere des Amazonasbeckens gab, weil die dort dann Kautschuk anpflanzen bzw. ernten wollen, weil das dann, ich glaube, unter anderem auch ziemlich wichtig war für die gerade aufkommende Automobilindustrie und generell, um verschiedene Gummierungen dann eben herzustellen. Und da waren dann eben auch Teile dieses Volkes von der Privatarmee von Fitzcarrald, einem sehr großen Kautschukbaron, wie man diese Leute dann damals genannt hatte, massakriert worden und auch von ihm teilweise versklavt für den Anbau. Aber es gab auch eine große Versklavung der Indigenen. Und das ist tatsächlich auch der, auf dem der Werner Herzog-Film Fitzcarraldo beruht, für alle Cineasten unter euch. Sehr empfehlenswert, mit Klaus Kinski in der Hauptrolle. Oh, den muss ich unbedingt nochmal gucken. Ich glaube, da haben wir auch mal die Doku, weil ich bin ja großer Werner Herzog, haben wir auch mal die Doku geschaut, nur über deren Verhältnis. Aber auf jeden Fall, da muss man dann auch sagen, dass ganz häufig gibt es zwar diese gibt es dann auch diese absolut unkontaktierten Gruppen, die tatsächlich einfach, sagen wir mal jetzt, einfach nicht kontaktiert wurden, weil die Landschaft unzugänglich war, aber sehr, sehr häufig ist es auch so, dass es vorherige Konflikte und extrem schlechte Erfahrungen mit Leuten außerhalb des angestammten Gebietes gab, woraufhin sich diese Völker dann entscheiden, eben nicht weiter mit anderen Gruppen außerhalb des Stammesgebiets zu interagieren. Weil ich glaube, manchmal wird echt auch, wenn man das so hört, dieses Bild aufgemacht von, die lebten jetzt einfach für Tausende, Jahrtausende dann eben in ihrem angestammten Weltgebiet und sind einfach nicht rausgegangen und ach, jetzt kommt das, sondern ganz häufig ist es auch eben ein vorangegangener Konflikt, der dazu führt, dass diese Gruppen sich dann dazu entscheiden, unter sich zu bleiben. Im Allgemeinen finde ich es einfach immer extrem faszinierend, wenn diese Nachrichten dann aufkommen von so einem Volk, was dann wieder, was dann mal zu Gesicht bekommt, die Weltöffentlichkeit, weil das, ja, es ist irgendwie so unvorstellbar, dass es sowas überhaupt noch existiert, und total faszinierend und auch einfach mega cool, dass es halt noch existieren kann. Und natürlich ist es halt sehr, sehr bewahrenswert, so dass halt Menschen noch auf diese Art und Weise leben können, und deswegen ist es absolut wichtig, dass das halt irgendwie gestoppt wird. So. Ja, also absolut, insofern sie sich selber dazu entscheiden, weiterhin als Jäger- und Sammlergesellschaft leben zu wollen. Sie können ja sich ja jederzeit umentscheiden. Das ist ja jetzt kein Problem, oder? Ja. Also theoretisch können die einfach aus dem Wald rausgehen und in die Stadt ziehen, so, wenn sie nicht keinen Bock mehr haben. Ja, also ich glaube, man darf, ich weiß nicht, ob man sich das unbedingt so vorstellen kann. Es gibt natürlich, sagen wir mal, interne sozialen Druck und teilweise auch einfach eine hierarchische Strukturierung dieser Gesellschaften. Ich glaube, man darf das ja auch, was es dann auch natürlich immer gibt, dass ja generell in diesen Diskussionen um Indigene rum gibt es dann auch sehr viel Idealisierung davon und die Vorstellung, dass man da irgendwie so einen harmonischen Urzustand, vielleicht wie so eine Jäger- und Sammlerversion der Hobbits im Auenland oder so sich vorstellt. Das muss nicht unbedingt immer so gegeben sein. Gerade im Amazonasbecken gibt es, glaube ich, auch Beispiele für recht gewalttätige Jäger- und Sammlergesellschaften. Aber im Großen und Ganzen stimmt das natürlich, vor allem wenn man sich anschaut, was eigentlich die Alternative für diese Leute dazu ist. Ja. Also es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie bei diesen Kontaktierungen am Anfang mag das vielleicht aus einer sehr idealistischen Perspektive passieren, so wie man das vielleicht dann von missionarischen, protestantischen Christen oder so kennt, die dann, sagen wir mal, natürlich die Religion dort missionieren wollen. Tatsächlich gibt es das jetzt von islamischer Seite auch verstärkt im Amazonasbecken. Gerade von der Türkei und Saudi-Arabien. Das ist, glaube ich, auch recht wenig bekannt. Das ist auch recht interessant, finde ich, diese Neuerung. Aber da kann man ja vielleicht noch sagen, das passiert tatsächlich jetzt nicht aus einer primär ökonomischen Perspektive, sondern mehr um, sagen wir mal, Ausdehnung der Macht der jeweiligen Religion. Aber danach ist es ja so, das, was dann häufig auf diese Kontaktierung folgt, ist dann einfach ein weiteres Vordringen von ökonomischer Erschließung durch den Staat oder durch international agierende Konzerne vor Ort und einfach eine Vernichtung der Lebensgrundlage der Leute und häufig dann eben eine Ghettoisierung in irgendeiner örtlichen Großstadt. Also ja, und was jetzt gerade auch das Problem ist, in dem Fall, dass
es halt dann sehr stark dazu geraten wird, dass halt, ne, diese Arbeiten da auch gestoppt werden, weil es einfach auch eine konkrete Bedrohungslage für die Menschen da gibt, alleine durch Krankheiten, die dann von den Arbeitern dort vielleicht übertragen werden könnten. Weil man muss sich das ja wirklich so vorstellen, wenn die Leute so isoliert sind von dem Rest der Menschheit, ja, dann, das kennt man ja auch aus der Geschichte der Kolonialzeit, aus dem ganzen Beginn, das war ja für die Zerstörung der indigenen Völker so einer der zentralen Punkte sogar, neben jetzt der konkreten Tötung dieser Menschen, dass halt einfach die Verbreitung von Krankheiten da ein Übriges besorgt hat. Und diese Gefahr besteht natürlich hier auch, ne, dass das passieren könnte. Deswegen ist es da sehr wichtig, dass es da keine aktiven Kontakt gibt. Auf jeden Fall. Ich würde vielleicht auch sagen, damit können wir eigentlich den Nomole jetzt nur alles Gute, alles erdenklich Gute wünschen. Auf jeden Fall. Und Glück auf. Ja, Glück auf nach Peru, dann in Amazonas. Und wir werden das natürlich sicherlich nochmal mitbekommen, wenn jetzt das Medienecho, was das angeht, weiterhin hoch bleibt. So unkontaktierte Völker sind ja eigentlich immer medial recht hoch im Kurs. Mhm. Und dann begeben wir uns jetzt auch auf die Fährte der Infrastruktur in der restlichen menschlichen Welt. Schön, dass wir so eine Leitfrage für unsere heutige Nachrichtenstunde gewählt haben. Oh ja. Was macht die Infrastruktur mit den Menschen? Und da gab es ja, also jetzt mit Beginn, das ist jetzt zwar eine etwas ältere Nachricht, aber ich finde die sehr, sehr spannend, die einfach sehr viel hergibt, wo man sehr viel drüber reden kann, über diese weltweiten Softwareprobleme, die es gab. Da gucken wir mal hier in den Beitrag rein, und sprechen dann darüber. Ein fehlerhaftes Software-Update einer Sicherheitsfirma war. Bei diesen Firmen abonnieren große Unternehmen Programme, die sie vor Hackern schützen sollen. Ausgerechnet am zweiten Tag der Sommerferien in Berlin und Brandenburg ging am Hauptstadtflughafen stundenlang nichts mehr. Seit 7 Uhr früh durften viele Flugzeuge hier weder starten noch landen. Plötzlich wurde alles lahmgelegt. Wir sind gerade auch verblüfft. Der Flug wurde jetzt gecancelt und jetzt sind wir gerade so ein bisschen planlos. Naja, ein bisschen traurig sind wir. Auch Krankenhäuser wie das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein sind von den weltweiten IT-Problemen betroffen. Operationen von Menschen, deren Leben nicht akut bedroht ist, abgesagt. Krisensitzung ebenso im Großlager dieser Supermarktkette im brandenburgischen Freien Brink. Lieferketten gestört, genau wie Kassen dieser Supermärkte. Die 340 Filialen vorübergehend zu. Lahmgelegt auch Teile der Produktion dieses Autoherstellers. Einige Bankkunden konnten heute Vormittag mit ihren Karten laut deutscher Kreditwirtschaft kein Geld abheben. Ursache für die weltweiten Ausfälle ist nach Angaben des Softwareanbieters CrowdStrike ein fehlerhaftes Update seines IT-Sicherheitssystems. Wir müssen aufarbeiten, was da passiert ist. Aber wenn manche Betriebssysteme nicht wirklich zusammenpassen, in diesem speziellen Fall war es nur das Microsoft-Betriebssystem, das betroffen war, sieht man eine Reaktion wie diese. Das Problem sei identifiziert und behoben, so der CrowdStrike-Chef. Trotzdem wird es laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik noch dauern, bis alle Systeme wieder laufen. Das zeigt sehr deutlich, wir müssen hier noch was drauflegen. Wir haben hier noch Verwundbarkeiten, um die wir uns aktiv kümmern müssen, alle miteinander. Der Betreiber des Hauptstadtflughafens BER erklärte, der Verkehr werde mindestens bis morgen früh beeinträchtigt sein. Passagiere haben laut Verbraucherschützern keinen Anspruch auf Entschädigungen von Fluggesellschaften, weil die IT-Panne ein außergewöhnlicher Umstand sei. Und so sah es aus, wenn die fehlerhafte Software aufgespielt war. Ja, genau. Das, das muss man auch schon sagen, das ist schon recht witzig, dass überall, also es war tatsächlich für viele Leute richtig schlimm. Warum nicht witzig? Ja, dass das passiert ist. Das war wirklich recht katastrophal, weil diese Bilder, die man davon weltweit hatte, von diesen Blue Screens, die überall, also wirklich vom Flughafenterminal zu irgendwelchen, das gezeigt haben, Krankenhausterminal zu einfach Leuten bei sich am Arbeitsplatz, dass überall dieser Crash-Bildschirm war. Ja, aber im Allgemeinen war es natürlich nicht lustig. Es zeigt halt einfach diese unfassbare Angreifbarkeit von, ja, einfach der gesamten Welt, nur durch halt diese Software-Geschichten. Mhm. Es gibt ja auch diesen einen Film mit Bruce Willis, glaube ich. Ist es nicht sogar von Stirb langsam ein Teil? Ich meine schon.
Der vierte. Genau, und da wird das ja so, wie war das nochmal, wie war der Begriff dann nochmal, irgendwie Fire Crash oder irgendwie so ein... Ach ja, ja, so ein... Ja, genau, dann, wo dann halt dieser Hacker ist, der dann halt immer das bei, dann halt Bruce dann halt so beschreibt, in was für Phasen das halt abläuft, wann diese Systeme halt abstürzen und dann in der und der Phase gehen dann die Atomkraftwerke runter und der Strom und so weiter. Und ich finde schon, dass mich das halt, also mich das auf jeden Fall so ein bisschen daran erinnert. Natürlich war das jetzt nicht so dramatisch wie bei Stirb langsam, aber man sieht einfach, hey, es gibt eine sehr starke Monopolisierung. Ich glaube, in dem Beitrag ist auch noch so ein Kurzinterview mit irgendwie einem Chaos Computer Club Atzen oder so, der dann noch kommt und der einfach dann auch ganz gut beschreibt, ja, sowas passiert halt, hat halt weltweite Auswirkungen, weil es halt einfach so Monopole in diesen Softwarebereichen halt gibt. Ich glaube, es gibt nur so 3-4 Anbieter für so kritische Infrastruktur. Und wenn dann halt einer dieser Anbieter einfach nur ein fehlerhaftes Update, so das muss man sich mal vorstellen, dann bricht halt auf der gesamten Welt für Millionen und Millionen von Menschen, die sterben halt daran, es gibt krasse Folgeschäden oder halt auch kleinere Effekte wie, weiß ich nicht, komme ich in Urlaub. Ja, ja, absolut. Das war ja auch mit dem Anbieter CrowdStrike, der, glaube ich, jetzt ziemlich stark auch darunter gelitten hat. Ich glaube, irgendwie ein Einbruch der Aktie von 10% oder so. Echt krass. Verzeichnet. Und also ich persönlich habe das, bei uns war es tatsächlich auch auf der Arbeit. Ach echt? Dass die Systeme nicht mehr funktioniert haben. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt auch mal wirklich was, wo den Leuten das ganz persönlich vor Augen geführt wurde, dieses, was immer beschworen wurde, weil ich habe das Gefühl, es ist auch so ein bisschen wieder in den Hintergrund gerückt. Es gab ja so diese Zeit, wirklich auch in den Nullerjahren, wo gerade dieses Bild des Cyberterroristen so ganz hoch im Kurs war. Es war ja auch noch in anderen Filmen, Leben stirbt langsam drin, dass man immer Angst hatte vor dem großen Cyberangriff. Dann gab es das ja, glaube ich, auch nochmal mit dieser Zuspitzung mit Russland, die Angst vor eben den großen russischen IT-Sicherheitskapazitäten, um hier irgendwie kritische Infrastruktur lahmzulegen. Aber so haben wir jetzt einfach aus der, also im Endeffekt einfach aus der freien Wirtschaft erzeugtes Problem, das dann, glaube ich, mal sehr direkt bei den Leuten vor Augen geführt gehabt. Ja, und ich finde auch einfach, also generell ist es, finde ich, immer wichtig, darüber zu reden, über diese Abhängigkeit, die da existiert und diese, auch dadurch, dass halt die Abläufe komplexer werden, nicht mehr so überschaubar sind, auch ganz viel dann halt auch immer mehr spezialisiert wird und für die meisten Menschen gar nicht mehr, die einfach komplett entfremdet von diesen ganzen Abläufen sind, dass dann einfach solche Dinge übereinkommen, ohne dass ja, man das kommen sieht und mit diesen krassen Folgen. Und ich finde, das sind dann halt einfach diese unter anderem, es gibt natürlich viele Schattenseiten von dieser von dieser ganzen Entwicklung, dass halt alles mit Internet und so weiter ist, auch obwohl es halt vieles auch erleichtert, ne? Aber das sind dann einfach die Schattenseiten, die halt dann im Alltag zu wenig halt betrachtet werden. Und was halt so eine Situation einfach diese Chancen halt bietet, darüber halt dann mal zu sprechen, ne? Was das halt bedeutet, diese Abhängigkeit. Ja, absolut. Aber es wird natürlich nicht dazu führen, Bolt eine Kiste für unseren Primitivismus Punkt überdenken, weil an und für sich ist es ja kein Problem dieser Technologie, die im Hintergrund davon steht, sondern es ist ja das Problem, dass es eben so monopolisiert ist in den Händen von so wenigen Anbietern und ja dann halt auch mehr auf sowas halt geschissen wird, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich sagen würde, dass das irgendwie aus einem, es wird darauf geschissen oder so passiert ist. Also ich habe jetzt noch nicht, nein, nicht so die, aktiv, die krassen ja, Hintergrundsachen, aber ja, ich meine, dass so eine Monopolstellung, die will ja auch trotzdem weiterhin da verteidigt werden und wie man es jetzt sieht, also sowas kann ja dann auch wirklich so ein Unternehmen in den Ruin stürzen. Also ich weiß nicht, ob die Aktie jetzt noch weiter gefallen ist, aber ich glaube, das kann man nicht einfach so sagen, nachdem der wird drauf geschissen oder so. Aber es ist natürlich so, durch so eine Monopolstellung, wenn dann da was passiert, dann knallt es halt auch richtig. Ne? Nee, das stimmt. Nee, das stimmt. Das war vielleicht ein bisschen stark ausgedrückt. Aber es gibt dann halt auch einfach, denke ich, so eine Dynamik von, dass halt einfach auf sowas weniger Wert gesetzt wird. So.
Weil man ist halt dann eh in der starken Stellung. Es gibt vielleicht auch Ressourcen, die man halt einsparen kann, um halt dann geringere Sicherheitsstandards zu haben, weil was sowas angeht, um halt einfach mehr Gewinn machen zu können. Das sind ja die Fälle. Deswegen, das war jetzt ein bisschen populistisch von mir. Ja, aber wir beschäftigen uns eben ja heute mit den unterschiedlichen Ebenen. Von Infrastruktur. Von Infrastruktur, wie sie kaputt gemacht wird oder von alleine kaputt geht und kaputt gemacht wurde. Das wurde sie ja jetzt in Frankreich im Kontext von Olympia. Gucken wir mal rein, was da passiert ist. Wir haben ja unsere Sendung bereits begonnen mit der aktuellen Situation in Frankreich und wir wollen noch einmal daraufhin zurückkommen, denn es gibt neue Informationen, denn kurz vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele ist es zu einer Reihe von Angriffen auf das Schnellzugnetz in Frankreich gekommen. Der Betreiber der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge SNCF teilte mit, es habe massive Attacken zur Lahmlegung des Netzes gegeben. Der Schnellzugverkehr auf der Atlantik, der Nord- und Ostachse sei derzeit stark beeinträchtigt. Und auch auf der Route zum Stade de France in Paris, einem der Austragungsorte der Spiele, geht derzeit nichts. Frankreichs Verkehrsminister spricht von böswilligen, koordinierten Handlungen. Die Behebung wird mindestens das ganze Wochenende über andauern. Was wäre denn aus deren Sicht eine gutwillige Zerstörung dieser Schnellbahninfrastruktur? Die französische Regierung sagt, jupp. Ich glaube, das ist einfach nur eine Dramatisierung der Formulierung. Ja. Aber es sind ja auch krasse Folgen tatsächlich, ne? die jetzt ausgegangen sind von diesen Brandanschlägen. Also das ist, ich meine, das ist ja auch klar, bei so einem Ereignis wie jetzt Olympia, so, wo dann eh schon solche Systeme so über dem eigentlichen Laufen, was es sonst so hergibt, dann führt es natürlich zu einem absoluten Chaos. Ja, ich glaube, es sind wirklich mehrere hunderttausend Reisende, die jetzt da in Frankreich feststecken, weil ich glaube, in Frankreich muss man ja auch so sehen, ist ja das Schnellbahnnetz deutlich besser ausgebaut, beziehungsweise fährt auf eigenen Schienen und kann deswegen die Leute tatsächlich im Inland sehr schnell transportieren, im Gegensatz jetzt zu unserem Schnellzugsystem, kommen wir auch noch zu. Und dementsprechend ist das ja auch tatsächlich für viele Leute beruflich oder auch einfach in Familienbesuchen und so sehr wichtig. Und ich finde es auch spannend, weil als ich das jetzt zuerst gehört habe, Olympische Spiele, Anschlag auf Infrastruktur, dachte ich auch, hat das vielleicht was mit dieser sehr angespannten politischen Stimmung auch im Vorfeld von den Olympischen Spielen zu tun, weil die waren ja auch bei sehr, sehr vielen Linken sehr umstritten. Das ist ja eigentlich fast immer so, wenn irgendwo ein Großevent ausgetragen wird, dass es viele Stimmen gibt, die sich dagegen wenden. Könnte das vielleicht tatsächlich jetzt ein militanter Anschlag von irgendwelchen Aktivisten rund um Olympiafeind oder so sein? Ich habe so Angst gehabt davor, dass ich das auch sein könnte. Das wäre zu schlimm schon wieder gewesen. Ja, und das muss man ja auch nochmal sagen, weil das ja auch sowas ist, was immer viel diskutiert wird. Und ich würde halt auch einfach diese Einschätzung geben, aus so einer Bewegungsperspektive. Ich finde das auch nochmal besonders sinnlos, um den Leuten das zu vermitteln. Ja. Also das muss man vielleicht auch mal wirklich einen Appell der Freunde von dieser Art von militanten Aktionen richten, dass egal wie jetzt diese Feindschaft da zu den Olympischen Spielen zustande kommt, dass das einfach nicht gut vermittelt werden kann über einen Angriff auf Infrastruktur. Weil das, was am Ende die Leute immer davon mitnehmen, ist, in den sowieso schon prekären Situationen rund um die alltägliche Mobilität ist das jetzt nochmal besonders beschissen. Es ist im Endeffekt nichts anderes als das, was die ganze Zeit mit der letzten Generation passiert ist. Nur natürlich auf einem noch deutlich radikaleren Weg. Und wenn man da eben am Ende dieses Urteil fällt von, da kannst du den Leuten nicht viel mit vermitteln. Viele Leute gucken ja dann auf Frankreich und sagen, ach ja, da ist das was anderes. Aber genauso würde ich auch da sagen, auch da ist es so, dass die Leute darüber sicherlich keine Sympathien dafür gewinnen. Aber es gibt ja keine Beweise dafür. Nur damit wir nicht verstanden werden. Nein, das ist nur generell einmal eine Einschätzung dazu. Genau, ja. Ich diskutiere auf einer abstrakten Ebene darüber, um das nochmal klarzustellen für die Leute, die vielleicht bei sowas dann manchmal auch Sympathien dafür hegen. Ja. Darum ging es mir. Tatsächlich ist es ja sogar andersrum, wie wir ja auch im Titel von diesem Beitrag lesen, das ist ja das, was man eigentlich die ganze Zeit jetzt dazu gelesen hat, steckt Putin dahinter. War das ein russischer Angriff auf französische Infrastruktur, um den Westen
zu blamieren und zu zeigen, was man eigentlich alles so machen kann. Ich meine, wir haben ja vor 2 Wochen schon mal über ein anderes Szenario im Überblick gesprochen, über diese Anschlagspläne gegen den Chef von Rheinmetall. Genau. Und deswegen ist es ja gerade bei ganz vielen Sachen, dass wenn irgendwo irgendwelche Anschläge oder irgendwelche Sachen halt in so eine Richtung passieren, dass dann halt aktuell immer so die erste Frage ist, steckt der Puttler dahinter? Aber ich meine, es ist ja auch irgendwo naheliegend, dass es sein kann. Das haben wir auch vor 2 Wochen schon gesagt. Und ja, ich finde es immer noch besser, wenn das der Puttler war, als wenn das Linke war. Ja, also aber natürlich ist es Putins Image bin ich jetzt nicht so besorgt, ja, um das der weiteren Linken. Ja, ja, und Sadi, warum müssen Linke immer nerven bei großen Veranstaltungen? Weil sie meinen, dass sie damit den Unmut ganz vieler Leute darüber irgendwie kanalisieren können. Aber ich glaube auch, weil sie manchmal ein bisschen miesepetrig sind, wenn andere Leute Spaß bei Großveranstaltungen haben. Aber gleichzeitig hoffe ich es auch wieder nicht, dass es Putin war, weil also so einen Brandanschlag auf dem Bahnnetz in Frankreich ist jetzt vielleicht noch keine direkte Kriegserklärung, aber es ist schon, ja, es geht dann schon in die Richtung. So. Also es wäre schon ein sehr großes Pulverfass, was da aufgemacht würde, wenn das rauskommt. Ja. Deswegen, aber unabhängig von dem, von dem, was jetzt da wirklich hintersteckt, weil es ja gerade nicht klar ist, was da passiert, ist es ja eh ganz spannend mit auch den Olympischen Spielen an sich. Da wird ja auch generell darüber geredet, dass es jetzt so ein großes Sicherheitsrisiko gibt, weil das ja auch mitten in Paris dann eben stattfindet und nicht irgendwie abgegrenzt. Und da wurde jetzt halt viel darüber geredet, dass da halt ein sehr, sehr hohes Sicherheitsaufkommen ist und wahrscheinlich auch eine völlige Katastrophe für die Menschen, die da leben, vor der Terror. Die haben halt irgendwie auch so ein QR-System, wo dann halt... Wie bei der EM hier. Ja, genau, wo du dann immer irgendwie durch irgendwelche Personenkontrollen durch musst und mit deinem Handy und irgendwie so einen Code zeigen musst, damit du dann noch in deine Wohnung kommst oder so eine Scheiße. Das ist echt fürchterlich. Ja, also vielleicht zum Abschluss davon noch einen weiteren Filmtipp, nachdem schon zu Peru einer rausgehauen wurde. In den Wassern der Seine heißt das, meine ich, auf Netflix zu sehen, ein Film, in dem es darum geht, dass mutierte Haie in der Seine in Paris zu den Olympischen Spielen sich ansiedeln. Sehr, wirklich sehr zu empfehlen, mit unerwartetem Ende. Ist das so ein komischer fünf Haie und ein Tornado? Oder nein. Also es ist deutlich, Tornado-Shark es ist oder mehr, wie diese? Es ist deutlich europäischer. Ein europäischer Hai-Katastrophenfilm, aber auf jeden Fall trotzdem trashig. Ja, Juba ist nicht schlecht as fuck. Also, okay, das können wir jetzt hier an der Stelle nicht klären. Was wir vielleicht. Können wir mal jemanden Hai-Filme-Ranking machen? Was wir aber vielleicht hier schon klären können, ist, wie unsere Meinung zu der neuen Strategie der letzten Generation ist. Ja, jetzt haben wir was, wo tatsächlich Linke hinterstecken, ne? Ja, oder vermeintlich Linke, je nach Sichtweise. Was Marie, Sie haben schon wieder zugeschlagen. Anders muss man das formulieren, kann man das gar nicht formulieren, denn erneut legen die Klimakleber einen deutschen Flughafen, und zwar Deutschlands größten Airport des Landes in Frankfurt am Main, lahm. Mindestens 6 Aktivisten der letzten Generation haben sich nach Angaben der Polizei an verschiedenen Punkten auf den Start- und Landebahnen festgeklebt. Ja, in Folge, der Flugbetrieb ist eingestellt. Offenbar hatten die Umweltaktivisten gegen kurz nach 5 Uhr Löcher in einen Zaun geschnitten und sich so Zugang zum Airport verschafft. Sie sollen auf Fahrrädern und Skateboards unterwegs gewesen sein. Polizei und auch Bundespolizei versuchen nun, die Aktivisten zu entfernen. Erst gestern hatten ja Klimakleber den Betrieb am Airport Köln-Bonn für Stunden lahmgelegt. Ich liebe es einfach, wie das ein ernsthafter journalistischer Begriff geworden ist. Klimakleber. Ja. Aber Weltbild und Co., die mir genauso Alliterationen wie ich. Ja. Ich meine, ihr könnt es euch ja wahrscheinlich jetzt schon denken, was wir dazu denken. Wir haben eine ganze Folge dazu gemacht. Es ändert sich natürlich auch nichts, auch wenn man jetzt halt nicht den, ja, wenn man jetzt nicht den Autoverkehr lahmlegt, sondern den Flugverkehr. In mancherlei Hinsicht dramatisiert es eigentlich die Situation nur noch. Weil klar, das ist natürlich jetzt so deren Strategie, von so einer Eskalationsstrategie, dass sie dann immer
immer dramatischere Sachen machen müssen, um halt in den Nachrichten zu bleiben. Aber ja, die Folgen davon sind ja viel größer noch. Es ist ja was völlig anderes, ob ich, und das habe ich in einem anderen Beitrag eben auch halt gesehen, also die Hauptreaktion ja von den Interviewten könnt ihr wahrscheinlich auch schon denken und habt ihr vielleicht auch selber gesehen, bei einem Flughafen sind halt dann irgendwelche Arbeiter, ne, die da halt stehen und sagen, jo, ich habe jetzt das ganze Jahr gearbeitet, ich habe halt richtig viel Geld in die Hand genommen für meine Verhältnisse, um halt hier einmal 3 Wochen in den Urlaub fahren zu können. Ich freue mich da das ganze Jahr drauf und jetzt stehe ich hier am Flughafen und komme nicht weg. So, ich hasse diese Leute. Und basically, das ist es halt wieder. So, es ist halt wieder halt zum größten Teil Arbeiter und Arbeiterinnen abfacken fürs Leben. Ja, es nur nochmal auf einer höheren Ebene. Es ist natürlich noch viel direkter. Also das ist ja auch so die Sache, das muss man ja auch sagen, eigentlich schon bei diesen Stürmungen von vielen Sportveranstaltungen war es das ja im Endeffekt auch schon. Ich vermiese euch jetzt hier irgendwie euren Billard- oder Snookerabend, indem ich mich auf die Platte irgendwie festklebe und rotes Pulver über mein Gesicht kippe. Nur hier ist es dann halt nochmal eben ganz direkt, dass die Leute ihren Flug verpassen, Flug gecancelt wird und es erstmal in den langen Prozess kommt von kriege ich mein Geld zurück. So. Was ja auch noch unklar ist. Plus halt, ich habe mir den Urlaub dafür genommen, jetzt kann ich weiterhin zu Hause in Herne Nord sitzen, so stattdessen. Und ich glaube, das ist das, was man da wirklich nochmal ganz stark hervorheben muss und was die Leute dann auch einfach verinnerlichen müssen, dass das einfach nochmal besonders asozial den Leuten gegenüber ist. Und da muss man sich dann auch wieder nicht wundern, dass das zu einem riesigen Medienecho führt, was die Leute natürlich toll finden, aber da kommen wir auch wieder eigentlich auf den gleichen Punkt zurück, dass diese Leute es einfach grundlegend nicht schaffen, schlechte von positiver Aufmerksamkeit zu scheiden. Von nützt es mir, nützt es meinem Anspruch oder nützt es mir nicht. Das ist halt das, was die Leute nicht verstehen. Ja, entkommen, das dachte ich auch halt, ne? Das dachten wir, glaube ich, alle kurz. Oder nie. Das haben ja alle Leute gesagt, als das mit den Privatjets kam, von, oh ja, jetzt haben wir hier, ey, letzte Generation auf einmal so stabil, ey, jetzt richten die sich ja wirklich gegen die Reiche. Ja, guck mal hier, da muss man, aber es war doch klar, dass das nur eine Episode war. Sie haben doch sogar selber im Anschluss direkt gesagt, ey, wir haben gemerkt, wir kriegen vielleicht jetzt ein bisschen mehr positive Aufmerksamkeit und die Leute sagen, ah ja, jetzt richten sie sich vielleicht mal gegen die Richtigen. Aber sie haben gemerkt, sie schaffen damit nicht so viel Aufmerksamkeit wie mit den anderen Sachen, indem die Leute vor Ort richtig abfacken und zu dem Hassobjekt dieser Nation werden. Und genau da haben die aufgrund ihrer Maxime einfach Aufmerksamkeit um jeden Preis wieder direkt das Ruder rumgerissen. Also, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es halt für immer aufhört, aber ich habe halt so eine ganz leise Hoffnung halt gehabt. So eine ganz leise Hoffnung, weil es ja, man hat ja immer Hoffnung bei Dingen, ne? Und das ist halt mein, dachte ich auch, weil einfach aus meiner positiven Sicht auf Menschheit und Dinge und Vertrauen in Dinge halt gemünzt. Dass ich halt einfach gehofft habe, so dumm, solche Vollidioten kann man halt nicht sein. Man kann halt sowas eigentlich nicht aufrechterhalten oder sogar noch dramatisieren oder ernsthaft davon ausgehen, dass es halt irgendwas nützt oder sinnvoll ist. Weil ich einfach dann, weil ja auch die Folgen, die sind ja so unendlich dramatisch davon, dass ich einfach mit so einer Hoffnung wieder rangegangen bin und dann auch mit einer naiven Hoffnung offensichtlich, ja, dass ich dann halt gedacht habe, okay, jetzt sind die halt irgendwie weg von der Straße und ich atme erstmal durch, weil jetzt ja, das halt eben nicht mehr so dramatische Folgen für die Linke, so, ne, dass ich halt irgendwie, wenn ich irgendwie in irgendeinem anderen Kontext unterwegs bin, dann halt von Leuten auf der Straße angemacht werde, ah ja, die Klimakleber einfach nur, weil die denken, da ist eine linke Demonstration. Ich habe einfach Hoffnung gehabt. Ne? Also meine einzige Hoffnung war wirklich, dass diese Partei, dass diese Organisation parlamentarisch eingehegt wird. Ja, das muss man ja immer sagen, man kann sich ja, weil wir meckern ja so häufig darüber, wenn bestimmte Bewegungen von der Straße parlamentarisch eingehegt werden, aber es wäre doch gut. Es wäre fantastisch, wenn diese Leute gänzlich in einer wählbaren Partei aufgehen. Ja, meinetwegen auch in den Grünen, das ist mir doch scheißegal. Ja, komplett. Einfach verpissen. Einfach so, diese Leute verausgaben sich komplett im Wahlkampf und haben dann keine Energie mehr genug in ihren Körpern, um ja, okay, leider ist sich auf die Straße kleben nicht sonderlich
energieintensiv, aber ihr wisst, was ich meine. So, ihr merkt auch, wir müssen uns auch zurückhalten. So, ich habe auch schon wieder hier mit irgendwelchen Kraftwörtern hantiert. Wir haben schon so viel darüber geredet und es begleitet uns seit Jahren, dieser Mist, uns alle. Und es ist einfach schwierig, dazu noch halt analytisch zu reden oder zu probieren, weil es ist alles dazu gesagt, es ist auch immer das Gleiche, es ändert sich nichts. Es wird halt nur noch immer, immer und immer schlimmer. So, es wird halt nur schlimmer. Und ich weiß halt, das wird halt einfach irgendwann dazu führen, dass die halt so eine krasse Repressionswelle gegen die machen, die werden die halt wahrscheinlich verbieten oder so. Das ist ja auch die Sache, das kann man, also vielleicht eine Sache nochmal dazu, was ja jetzt auch gesagt wurde mit den Sicherheitsvorkehrungen. Es ist natürlich so, im Gegensatz zu diesen Eingriffen im Straßenverkehr, wo ja auch viel tatsächlich debattiert wurde darüber, wie genau soll man das jetzt eigentlich strafrechtlich verfolgen. Da gab es ja auch tatsächlich recht viele Unklarheiten und recht viel Ambiguitäten jetzt bei Leuten im Gericht. Teilweise gab es ja auch tatsächlich Sympathien aus dem Gericht erstmal, die gesagt haben, hey, ja, ist ja auch irgendwo ganz toll, wenn Leute sich gegen den drohenden Weltuntergang irgendwie engagieren durch die Klimakatastrophe. Aber das ist ja jetzt auch so eine Sache. Ich war auch tatsächlich schockiert darüber, dass das so einfach geht, von dem, wie ich das beobachtet habe. Und das ist ja jetzt auch der große Skandal. Da sind Maschendrahtzäune, aber Leute können einfach aufs Rollfeld. Wie einfach wird das eigentlich darüber dann auch Leuten gemacht, die beispielsweise einen Terroranschlag verüben wollen, im Gegensatz zu, was ihr ja auch reingeschrieben habt, irgendwie, was es für Regularien rund um Flüssigkeiten mitmachen und generell alles Mögliche, was jetzt in Flugzeugen verboten ist, was mit reingenommen werden darf Und was nicht. Wer es jetzt halt mit einem Fahrrad halt auf ein Rollfeld schafft, der schafft es wahrscheinlich auch mit einem Raketenwerfer da drauf. Ja, absolut. Oder mit einem Fahrrad und einem Raketenwerfer. Und ich glaube, das ist nämlich auch die Sache, desto krasser solche Sachen werden. Das hier ist nicht, ich klebe mich auf die Straße. Ja. Das hier sind wirklich Sachen, wo auch tatsächlich man sagen muss, der Staat und auch die Sicherheit seiner Infrastruktur werden ja auch international, da kommen wir auch wieder auf die aktuelle Sicherheitslage mit Russland zurück, vorgeführt. Und das können die eigentlich auf Dauer nicht auf sich sitzen lassen, so. Beschränkung vom Verkehr im Inneren, scheiße, ne, regt die Leute auf. Aber das hier ist jetzt, glaube ich, wirklich auch nochmal ein Schritt zu weit. Und das waren ja auf diversen deutschen Flughäfen, ich meine sogar auch in Österreich gewesen. Und das ist was, das wird Folgen nach sich ziehen. Ja, also einmal natürlich für die Leute persönlich, die das jetzt konkret gemacht haben, weil eine Behinderung des Straßenverkehrs ist was völlig anderes als Behinderung des Flugverkehrs. Also das wird einfach dazu führen, dass Leute von denen dann auch teilweise in den Bau gehen werden wahrscheinlich. Wenn du jetzt zweimal oder so für das Vergehen halt rankommst, dann gehst du wahrscheinlich in den Bau. Und ich bin mir auch sicher, dass es jetzt halt auch vermehrt zu irgendwelchen Hausdurchsuchungen und teilweise dann, also so Vorstufen von so Verbotssachen auf jeden Fall kommen wird. Das Schlimme ist aber, und da kommen wir dann wieder zu unserer ursprünglichen Analyse auch von dem Ganzen zurück, womit man das vielleicht auch schließen kann, genau darauf pokern die Leute, genau darauf pochen die. Das ist ja auch die Sache, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte auch eine ganz gute, ich glaube, das war sogar aus öffentlich-rechtlichen Geldern finanziert, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, eine ganz gute Podcast-Serie auch über die letzte Generation gehört, wo die auch primär eben Interviews mit Leuten selber aus unterschiedlichen Facetten von der letzten Generation geführt haben, unter anderem auch mit den Köpfen, die aktiv auch gesagt haben, offen, ja, es ist unsere Strategie. Es geht uns darum, dass die Repression des Staates immer, immer schlimmer werden soll. Eigentlich gar nicht mal so unähnlich wie zu den Zeiten der Stadtguerilla, wo man gesagt hat, wir versuchen auch, indem wir den Staat herausfordern, seine faschistische Maske zu offenbaren. Nur hier geht es dann darum, wir wollen eigentlich nicht die Repression, um irgendwie einen bestimmten Charakter des Staates zu offenbaren, sondern wir wollen einfach nur die Repression, weil es Öffentlichkeit schafft. Und das ist es. Diese Leute, egal was es ist, denen geht es am Ende des Tages nur um Aufmerksamkeit. Ein kleines Beweisstück noch, der Bali-Kleber. Auch da. Der Bali-Kleber war ja auch da. Was Welt und so, ich glaube, das war dieser Yannick S. oder so, wie er hieß. Das war diese Person von der letzten Generation, die nach Bali geflogen ist. Mhm. Sich danach und danach hier irgendwie den Verkehr dann blockiert hat. Mhm. Wo sich alle furchtbar drüber aufgeregt haben. Die haben jetzt aktiv selber auch Videos von der letzten Generation veröffentlicht, wo die dann sagen, ach ja, der Bali-Kleber ist hier, aber keine Doppelmoral. Guck mal, was der Bali-Kleber dazu zu sagen hat. Die wissen genau, dass die Medien das aufnehmen. Die suhlen sich in ihrem eigenen negativen Charakter, wie die Leute sie sehen. Und am Ende des Tages alles nur unter der Maxim, möglichst viel Aufmerksamkeit. Weil hey, das ist ja das Problem des Ganzen. Die Leute wissen einfach nicht, dass es eine Klimakatastrophe gibt. Wenn sie es wissen würden,
dann würden sie verhindern. Das ist die einzige Maxime und die ist so unfassbar falsch von diesen Leuten. Und da steigen sie nicht hinter und deswegen werden sie weiterhin die ganze Zeit Scheiße machen. Ja. Und das Geile wird jetzt natürlich auch sein, dass dann es wird diese Zunahme der Repression geben und die radikale Linke wird sich dann da total draufstürzen und wird halt sich dann in Solidaritätsaktionen bezüglich der letzten Generation erschöpfen. Ne? So da ist man dann halt voll am Start. Das wird ja 100%ig passieren. Ich meine, es ist wie immer halt, ich bin auch mit halt den kaputtesten Leuten, die den wildesten Sachen halt, will ich halt auch nicht, dass sie halt irgendwie in den Knast gesteckt werden und so weiter und so fort. Ich will auch nicht, dass die Leute von der letzten Generation in den Knast gesteckt werden. Aber ich weiß halt, dass... dass bei dem Thema dann halt die Linke wieder am Start ist, von wegen Repression oder so. Und ich sehe es halt einfach nicht, weil es gibt so viel Wichtiges, was wir gerade zu tun haben, ja. Es gibt 150.000 Themen, wo halt die Linke gar nichts macht und halt ihre Hände in den scheiß Schoß legt. Aber wenn die Leute, die es halt so selber provozieren und halt einfach Unsinn betreiben, der halt aktiv der radikalen Linken schadet, also so in die Fresse schlägt eigentlich ununterbrochen, sehe ich halt nicht, warum man da jetzt seine Energie drauf setzen sollte. Aber das wird passieren, Leute. Das wird passieren. Und ich hoffe, dass ihr, die wir hier erreichen, nicht dabei am Start seid, sondern wir uns halt weiter darauf fokussieren, im besten Fall dann halt diese scheiß Scherben, die diese Leute hinterlassen, aufzukehren. So. Okay. Machen wir weiter. Unter der Leitlinie Infrastruktur diesmal. Nicht die Bedrohung von außen, sondern die Bedrohung von innen. Genau, weil, so, was haben wir jetzt gehabt? Wir haben jetzt gehabt Zerstörung von Infrastruktur durch Systemversagen. Wir haben Zerstörung durch Brandanschläge, durch den Puttler. Wir haben vielleicht Zerstörung von Infrastruktur durch letzte Generation und durch die Deutsche Bahn selbst. Da haben wir also eine ganze Liste hier und ich weiß nicht, ob wir das Video nochmal zeigen oder nicht. Wollen wir reingucken kurz? Gucken wir mal kurz rein. Die Deutsche Bahn ist so im Arsch! Die Deutsche Bahn ist so im Arsch! We have a train now, but it's just cancelled. Wir versuchen, die Bahn zu vermeiden. Ich schäme mich schon seit Jahren für die Deutsche Bahn. Die Bahn blamiert Deutschland während der Fußball-EM, so urteilen viele weltweit. Verspätete Züge, marode Schienen und Baustellen verantwortet er seit mehr als 7 Jahren, Deutsche Bahnchef Richard Lutz. Wir haben gerade während... Da ist er. Ja, aber ich finde doch, dieser Slogan sagt doch auch schon alles, Deutschland braucht eine starke Schiene. Jeder andere Konzern wird vielleicht da drauf schreiben, Deutschland hat eine starke Schiene. Das finde ich schon geil. Und er verantwortet das. Ja. Super. Tagesschau hat auch keinen Bock mehr auf die Scheiße, wirklich. Das ist das Hassobjekt der Nation. Dieser 4 Wochen Europameisterschaft, glaube ich, wie unter einem Brennglas gesehen, welche strukturellen Schwächen die Eisenbahn und insbesondere die Infrastruktur in Deutschland hat. Sie ist einfach zu alt, sie ist zu störanfällig. Und die Extremwetterereignisse, die wir insbesondere im Juni gesehen haben, haben das eben noch mal ganz deutlich zutage gebracht. Extrem negativ seine Halbjahresbilanz heute. Die Deutsche Bahn fährt einen Verlust von 1,2 Milliarden. Das ist einfach so geil. Ein Verlust in einen Halbjahresbilanz minus 1,2 Milliarden. Das ist so krank. Ja, vielleicht sollte man ein nationales Bahnunternehmen nicht privatisieren. Ja. Vielleicht sollte man nicht versuchen, mit der Schiene Geld zu machen. Ich meine, es ist ja wirklich, wenn man sich das anschaut, dieser Konzern von Anfang an einfach nur Scheiße gemacht. Was haben sie am Anfang gemacht, um ordentlich ein Plus verzeichnen zu können und zu sagen, hey, wir sind ein richtig gut funktionierendes, gewinnorientiertes Unternehmen. Streckenstilllegung, mhm. Geld einsparen. Ja, fantastisch. So wirtschaftet man in der Privatwirtschaft, wenn man richtig erfolgreich sich gegen andere durchsetzen will. Gucken wir nochmal weiter. Euro ein, nach Zinsen und Ertragssteuern. Auch die Zahl der Fahrgäste im Fernverkehr sinkt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 auf 64,2 Millionen. Und noch nicht einmal 2/3 aller Fernverkehrszüge kommen pünktlich.
Die Misere des Staatskonzerns hätte das Management verursacht, kritisieren ehemalige Deutsche Bahn-Spitzenkräfte, aber auch die Bundesregierung. Sie müsse mehr Geld in das Schienennetz und die Digitalisierung investieren. Wir brauchen einen Konsens. Wir haben jetzt, wenn wir zum Beispiel in die Schweiz gucken oder auch nach Österreich, dann ist die Bahn ja deutlich stärker finanziert dort. Und das ist auch über Jahre und bei wechselnden Regierungen eigentlich ein gesellschaftlicher Konsens. Und so etwas brauchen wir in Deutschland auch. Wir brauchen eine gewisse Stabilität, eine Zielstellung für die Bahn und die muss über Jahre beibehalten werden. Baustellen werden Reisen auch in Zukunft ausbremsen. Die erste große Generalsanierung ist vor 1,5 Wochen gestartet, inklusive monatelanger Vollsperrung. 40 weitere dieser Großbaustellen sollen folgen in den kommenden 7 Jahren. Die Bahntochter InfraGo kassiert dafür Trassenentgelte, auch von Wettbewerbern auf den Schienen. Wenn es sich so ergibt, wie es sich andeutet, nämlich dass die Trassenpreise im Laufe der nächsten Jahre so massiv steigen werden, wie sich das jetzt abzeichnet, dann ist es sehr schlecht. Dann werden sich mittelfristig vor allem im Fernverkehr. Das ist eine sehr unvorteilhafte Videoschnitt für den Herrn. Herr Stoffregen hat ja echt keine schöne Location bekommen. Aber es fasst den Zustand der Bahn irgendwie ganz gut zusammen. Nein. Ja, was soll man halt dazu sagen? Das ist halt eine Vollkatastrophe. Ist auch so, ich finde es auch so geil, dass wir, das ist halt jetzt, ich finde, es ist auch wieder so eine Offenlegung von diesem, wie unnütz halt das ist, wenn man so eine grüne Regierungsbeteiligung hat und wieder rumgeheult, so, ja, das verhindert dann wahrscheinlich wieder die FDP und bla bla bla. Aber oh mein Gott, so was ist da los? So, das ist halt so krass einfach, dieser Zustand, dass halt in der Lage, wo wir uns befinden, wo nur noch rauf und runter geredet wird vom Klimawandel und dies und das und wo man halt modernisieren muss und so weiter und ja wirklich das absolut gesellschaftlich Zentralste, was es eigentlich mitgibt, neben jetzt natürlich sowas wie Industrie und so, wo man eigentlich ran müsste, wird halt massiv halt kaputt gemacht. Was bedeutet das denn, wenn man halt bei der Bahn 30.000 Stellen streicht? So, das bedeutet ja einfach, dass es noch abgefuckter wird. So. Und das ist der einzige Weg, das halt zu regeln, ist halt das wieder zurück zu verstaatlichen. Da gibt es auch keine Diskussion. So. Ja, absolut. Also ich meine, es ist ja auch sowas, was man, glaube ich, persönlich jetzt schon merkt mit den Zugausfällen, die auch zunehmendem Maße einfach durch nicht bereitgestelltes Personal am Zielort oder am Abfahrtort dann eben passieren. Und ich glaube, das wird einfach viel krasser. Und von allen Prognosen, die ich gehört habe, ist das auch eine Sache, wo man tatsächlich mal mit absoluter Sicherheit sagen kann, manchmal, ne, verfällt man ja auch in so apokalyptische Prophetie von wird alles viel furchtbarer und dann ist es am Ende doch nicht so schlimm. Aber in dem Fall muss man halt sagen, es stimmt einfach, es wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten einfach zunehmend schlimmer, einfach weil die Infrastruktur so marode ist, weil so viel gemacht werden müsste, weil sich so viel aufstaut. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es in 10 Jahren um die Bahn steht, ob es überhaupt noch möglich ist, Individualverkehr aus dem Weg zu gehen. Oder ob das komplett unbenutzbar ist, sagen wir mal, für den Alltag. Ja. Das muss man ja auch sehen. So viele Leute, auch ich beispielsweise, sind auf die Bahn als einfach Pendelmöglichkeit für den Alltag, für die Arbeit angewiesen. Und ich meine, es ist halt katastrophal. Ich glaube inzwischen, ich habe gestartet mit, ich brauche im Vergleich, wenn ich mit dem Auto fahre, brauche ich gestartet mit 3-mal so lange. Ich glaube, inzwischen kratze ich an der 5-mal so lange. Du meinst im Zug 5-mal so lange? Genau, 5-mal ja, so lange im Vergleich zum Auto. Mhm. Und bei ganz vielen Leuten wird es noch deutlich, deutlich düsterer aussehen, die noch längere Pendelstrecken mit der Bahn haben und noch häufiger umsteigen müssen. Ja, und dann ist doch die Diskussion halt beantwortet in dem Bereich. Was sollen denn die Leute machen, außer aufs Auto zu setzen? So, das sind doch keine, das sind ja keine individuellen Fragen. Und dann hast du halt diese Menschen von. dass du noch das Menschen. Man muss sich wirklich zusammenreißen, weil das ist ja diese geile Realität, über die wir halt mittlerweile sprechen, diese Absurdität, ja, dass dann halt diese Leute, diese Menschen von der letzten Generation halt da sich halt vors Auto werfen. Was sollen die Leute denn machen? So, das ist die Alternative. 3 bis 5-mal, was weiß ich, 6, 7-mal in Zukunft, 8-mal so lange Fahrzeiten zu haben. Gar nicht die Gewissheit, so, es gibt, das ist ja ganz normal mittlerweile, wenn du halt Zug fährst, dass einfach Linien gar nicht, da gibt es ja keine Begründung mehr für, das ist einfach weg.
Die Linie ist einfach weg. Einfach wirklich, der Zug verschwindet und ohne Scheiß 15 Minuten lang dachte ich dann, das sei weg. Dann wollte ich erst zur S-Bahn. S-Bahn ist dann aber auch 30 Minuten verspätet gekommen. Ja. Dachte ich mir so, ja komm, dann nehme ich jetzt den Zug, der dann die 40 Minuten darauf gekommen wäre. Komm rüber, warte dann noch so, guck auf den Zug. Auf einmal kommt der Zug wieder. Ohne dass irgendwas, der war auch aus der App raus. Der war auf einmal wieder. Stand dann da mit Verspätung wegen, ich weiß gar nicht mal, was es war, Weichen, irgendwie kaputter Weichenanlage oder so. Ja, ich meine, ne, Kaiser, speziell in NRW, das ist ja auch eine Katastrophe, so mit dem Auto in NRW und so, ne? Also speziell so im Ruhrgebiet. So, wir haben ja, also, und auch in vielen anderen Städten und Regionen, das zerstört halt auch unsere Lebensqualität einfach, dass alles mit Autos aufs Auto zugeschnitten ist und Sicherheit und Ökologie und alles. Natürlich, das ist eine Vollkatastrophe. Aber tatsächlich, dieses System, diese Verkehrspolitik, die halt jetzt auch von den vermeintlich so umweltbewussten Grünen mitgetragen wird, die davor die ganze Zeit praktiziert wird, die treibt die Leute einfach zum Auto. Es gibt da keine großartige Alternative zu. Das ist einfach die Realität. Du musst halt eine andere Infrastruktur schaffen oder es wird halt so weitergehen, beziehungsweise noch schlimmer. Und klar, die einzige Alternative ist, dass dann halt einfach mehr Homeoffice und sowas, ne? So über solche Wege, dass du halt die Leute nicht mehr diesem Terrorarbeitsweg halt aussetzen musst. Und das ist ja, also es gibt ja viele weitere Gründe, unterwegs zu sein, aber der Pendelverkehr, das ist ja der Main-Fokus, über den wir halt reden, ne? Ja, und in Teilen, das ist vielleicht sogar auch mal eine ganz spannende Frage. Ich glaube, Homeoffice kann man aus vielen Aspekten, sowohl Organisierung am Arbeitsplatz, aber auch Lebensqualität, Zugewinn, Einsparung bei den Unternehmen, kann man von sehr vielen Facetten diskutieren, werden wir bestimmt auch in der Zukunft nochmal machen. Und zwei Sachen auch noch dazu. Einmal stimmt es natürlich, und das ist ja auch die Sache, Sadi, was man dazu nochmal sagen muss, es wird die ganze Zeit vor allem eben auf die GDL eben einfach abgewälzt, ja, das liegt auch ganz viel an den Streiks und die Streiks sind der Hauptgrund dafür und eigentlich, weil die Lokführer so stark organisiert sind, sind wir unter anderem auch in der Misere und man kann natürlich sagen, natürlich hat das auch einen Einfluss, es stimmt auf die Konzernbilanz, dass es so viel Streiks in dem Bereich im Vergleich zu anderen Sachen gibt, natürlich, aber im Prinzip geht es da natürlich um eine politische Sichtweise darauf und das sieht man ja auch in den deutschen Medien, dass die ganze Zeit versucht wird, diese besonders kämpferische Berufsgruppe und vielleicht kann man sogar so sagen, die kämpferischste Berufsgruppe in Deutschland mit der kämpferischsten Gewerkschaft massiv versucht wird zu dämonisieren. Ja, und noch mehr ist es halt eigentlich andersherum. Es ist der einzige gesellschaftliche Player, der auf die tatsächlichen Gründe, auf die tatsächlichen Hintergründe so massiv aufmerksam macht und halt enorm gerade darum kämpft. Also es geht dann ja auch nicht nur um die Löhne von der Gewerkschaft, die da vertreten werden, sondern es ist ja wirklich auch eine der politischsten Gewerkschaften, die halt die ganze Zeit über dieses Grundproblem, in dem sich halt die Bahn, die Schiene halt eben in Deutschland befindet, redet. Deswegen sind sie eigentlich mit die Vorkämpfer von einer anderen Verkehrspolitik in Deutschland. Ja, und tatsächlich muss man ja auch nochmal sagen, das ist ja auch witzig, mit dem Weselski. Ja. Wenn man sich das anhört, der macht das ja sogar aus einer Mischung, aus einer gesellschaftspolitisch-sozialen Perspektive, aber gleichzeitig auch mit einer konservativen Sicht auf den Standort Deutschland. Und auch aus der, eigentlich aus, da kann man schon fast sagen, aus einer sehr vielen Frontenperspektive ist es unfassbar sinnvoll, wenn eben dieser Weg zurück zur Verstaatlichung gewählt wird und eben auch, das muss man ja auch sagen, die Deutsche Bahn schafft ja auch tatsächlich so viel Kapital, was eigentlich auch notwendigerweise hier investiert werden müsste, aber eben nicht so gewinnbringend investiert werden kann, in ihre anderen Zweige, die dann weltweit weltweit agieren und dort dann eben die Gewinne einfahren, die hier benötigt werden, um dann eine bessere Konzernbilanz zu haben. Und das ist in so vielen Aspekten einfach absolut katastrophal. Und das war eben das, womit ich es dann auch nochmal schließen wollte, es wird auch ein Teufelskreis rund um die Infrastrukturstraße dadurch befeuert. Ja, weil das absolut, muss man ja auch dazu sagen, die jetzt schon kaputte Straßeninfrastruktur wird in der Zukunft einfach
deutlich, deutlich schlimmer, desto mehr Leute dann natürlich auch mit Autos auf die Straße gedrängt werden. Das ist ja auch die Sache. Und auch der Güterverkehr wird auch nochmal, der ist ja schon so stark auf die Straße gewandelt, aber der wird dadurch mit dem Untergang von dem DB-Konzern, mit der schlechteren Möglichkeit, über die Schiene zu transportieren, auch nochmal schlimmer. Und dann haben wir eben noch die Zunahme von Lkw-Verkehr, wo wir auch vor einer wirklichen Infrastrukturkatastrophe stehen. Und da sollen wir nochmal einmal sagen, dass Kapitalismus das effizienteste System ist, was die Menschen hervorgebracht haben. Das kann man doch hier beweisen, dass das ja nicht existiert. Wie hat meine Oma mal gesagt, Pustekuchen. Pustekuchen, genau. Aber jetzt wollen wir nochmal wegkommen von diesem ganzen Bereich Infrastruktur tatsächlich, von unserem absoluten Megaschwerpunkt heute. Und nochmal in den Bereich Russland-Ukraine reingucken. Da haben wir noch zwei Abschlussthemen für euch dabei. Und zwar einmal einen zu Tode verurteilten Deutschen. Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, war jetzt Thema, der dort gekämpft hat in dem Krieg. Gucken wir mal rein. Rico Krieger bittet im belarussischen Staatsfernsehen darum, dass sein Todesurteil nicht verstreckt wird. Ein Minsker Gericht hatte ihn wegen angeblichen illegalen Waffenbesitzes, Spionage, Söldnertums und Terrorismus zum Tode durch Erschießen verurteilt. Ja, und bislang haben offenbar auch alle diplomatischen Bemühungen des Auswärtigen Amts in Berlin nicht gefruchtet. Eine Exilorganisation, die vermuteten, dass Krieger möglicherweise in eine Falle gelockt wurde. Mehr dazu von Viktoria Grünthal. Ein im belarussischen Staatsfernsehen ausgestrahltes Video inszeniert Rico Krieger als geständigen Täter. Unter Tränen bittet der 30-Jährige darum, seine Familie wiedersehen zu dürfen. Er habe den größten Fehler seines Lebens begangen. Ich werde es jeden Tag zu jeder Sekunde bereuen. Seit Oktober sitzt Krieger in Belarus im Gefängnis. Der Vorwurf, der zuletzt als Sanitäter beim DRK in Salzgitter tätige Krieger, soll gemeinsam mit zwei Belarussen für eine Explosion am 5. Oktober in Minsk verantwortlich sein. Die Exilorganisation Belpol vermutet, dass Krieger in eine Falle gelockt wurde. Und dennoch wurde der Deutsche unter anderem wegen Terrorismus verurteilt. Ihm droht die Todesstrafe. Ein Urteil, das ausgerechnet zeitgleich mit dem Urteil für den US-Journalisten Evan Gershkovich bekannt wurde. Dieser war in Russland zu 16 Jahren Haft wegen angeblicher Spionage verurteilt worden. Beobachter sehen sowohl Gershkovich als auch Rico Krieger als Faustpfand. Russlands Präsident Putin und sein Verbündeter, der belarussische Machthaber Lukaschenko, würden die Verurteilten für Verhandlungen oder einen Gefangenenaustausch nutzen wollen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass sich irgendwie die beiden optisch angenähert haben. Was ich finde, ist ja natürlich. Meinst du so im Alter? Ja, also ich meine, der eine ist natürlich jetzt ein bisschen breiter als der andere, aber es ist so, weiß ich auch nicht. Habe ich noch nie so gesehen, dass sie sich so ähnlich sehen. Ja, und der Krieger, das ist natürlich ein passender Name auch, ne? Ja, auf jeden Fall ein starker Nachname. Mhm. Ich fand tatsächlich auch die Einschätzung von allem, was ich jetzt davon mitbekommen habe, weil viele Sachen fand ich jetzt auch wieder in der Informationslage recht nebulös. Aber die Einschätzung leuchtete mir eigentlich ein, dass das sehr passend eben für Gefangenenaustausch wirkte. Dass man die Leute jetzt dann im Endeffekt im Todestrakt hält, das Urteil so spricht und dann ja möglicherweise austauschen kann gegen andere Leute. Ich glaube, es war ja sogar auch ein Gespräch mit dem, was der Giftattentäter in Berlin gewesen, wo es dann ja auch eben so schon gemunkelt wurde, ob das dann vielleicht eben für einen Gefangenenaustausch mit dem genutzt werden könnte. Mhm. Hast du irgendwas gesehen, wie die Quellenlage ist? Also ne, es scheint ja sehr, sehr unklar zu sein, was da jetzt genau war und so. Ne? Genau, also ist bei solchen Sachen. Also jetzt abgesehen von dieser Geschichte mit, das habe ich auch mitbekommen, dass er eben beim THK und aus Salzgitter eben kam. Mhm. Aber was jetzt genau dann, also diese ganze Sache mit dem Anschlag in Belarus und das was zusammen mit Belarus, da habe ich tatsächlich sehr wenig jetzt zu mitbekommen und was auch genau das dann eben mit dieser Sache, er wurde da in eine Falle gelockt oder so. Es sind natürlich Sachen, ne? Natürlich passieren solche Dinge, dass Leute dann über Arbeitskollegen, über Freunde oder wie auch immer irgendwie daran kommen, dass Anschläge auch für Geld gemacht werden. Natürlich, aber es schien mir jetzt alles irgendwie auch recht dubios. Also es ist genauso
plausibel, wie das ukrainische Stellen sowas machen würden, irgendwie mit dem Geheimdienst, sagen wir mal, Leute in einer schwierigen Lebenslage oder einfach beeinflussbar oder für auch, manche Leute machen sie aber für eine große Geldsumme anheuern, um sowas zu machen. Genauso wie, dass jemand sich aktuell aus dem westlichen Staat im Ausland aufhält und denen irgendwas angehängt wird und man die dann einfach als, wie es hier gesagt wurde, Faustpfand im Austausch dann einsetzt. Oder auch möglicherweise einfach jemand, der tatsächlich jetzt hier gegen Russland oder Belarus halt kämpfen so wollte. Genau, idealistisch, ja. Gibt es ja auch Leute auf beiden Seiten, die da so ein bisschen in die Schlacht ziehen. Aber ja, es ist halt nicht klar, natürlich, wie man das werten soll, was man dazu denken soll, wie halt so viele Sachen in diesem Krieg und wie es halt eben in diesem und jedem Krieg halt undurchschaubare Ereignisse gibt, ne? Wo man nicht klar werten kann, was da überhaupt passiert, weil es so viel Verworrenheit gibt. Ja. Und ein zweites Ereignis, was auch noch in dem Bereich liegt, ist das hier. Ja, es gab jetzt von der Azov-Brigade, vom Azov-Bataillon, eben mehrere Werbeveranstaltungen in unterschiedlichen europäischen Städten. Es war tatsächlich jetzt nicht nur in Berlin gewesen, sondern ich meine auch in anderen deutschen Städten, ich meine in Hamburg war es auch, und auch in vielen anderen europäischen Städten, unter anderem auch London, aber auch osteuropäische Städte, in denen dann das Azov-Bataillon eben Werbeveranstaltungen gemacht hat. Und zumindest bei Berlin meine ich dann auch, dass das so geregelt war, dass es dann beworben wurde unter der Möglichkeit, mit den Helden von der Front eben zu sprechen, dann, ich glaube, 20 Euro Eintrittsgeld zu zahlen. Und dann sollten sicherlich auch Leute, sagen wir mal, kann ich mir auch vorstellen, dann eben vielleicht davon überzeugt werden, dort zu kämpfen, also auch angeworben werden. Aber primär ging es eben dann auch um eine Finanzierung für das Azov-Bataillon. Und das ist natürlich dahingehend besonders pikant hier auch für die politische Landschaft, weil das Azov-Bataillon eben eine explizit faschistische Organisation ist. Also für die, die vielleicht noch nicht so viel Kontakt damit hatten. Es war tatsächlich die Militäreinheit oder vorher auch die paramilitärische Einheit, die hier in Deutschland auch sehr stark kritisiert wurden, weil eben sie ganz klar faschistische Bezüge haben und teilweise auch expliziten NS-Revisionismus betreiben, aber vor allem eben auch so einen sehr starken lokalen faschistischen ukrainischen Bezug haben. Ja, und du fragst ja, Rotha, nicht, ist, ob es Gegenproteste gab. Hier in dem Artikel steht auch, dass es dass mehrere linke Gruppen hier Gegenproteste angekündigt haben gegen die ganze Geschichte. Ich habe da jetzt sonst nichts mehr zu gefunden, aber fand ich auf jeden Fall eine gute Sache, dass da gegen protestiert wird. Ist für mich ein gutes Beispiel dafür, was man halt auch, dass es halt auch Teil unserer Aufgabe ist, auch gegen ja, unsere Imperialisten hier zu kämpfen und dann auch die faschistischen, an der Stelle die faschistische Speertrupp davon. Ja. Und da stehen wir auch in einer krassen Opposition im Übrigen zu auch einer anarchistischen Bewegung in der Ukraine selbst, die ja also schambehafteterweise von mir jetzt angemerkt, dort sich teilweise am Azov-Bataillon beteiligen und jetzt vor kurzem erst ein selbstbezeichneter Anarchist in den Reihen des Azov-Bataillons sogar gefallen ist. Also offensichtlich steht man da in einem absoluten anderen Verhältnis zu den Dingen mittlerweile. Ja, es ist halt auch teilweise, muss man sagen, so ein bisschen, dass das Azov-Bataillon auch einfach ein starkes Prestige hat, weswegen viele Leute da reingehen. Also es hat auch noch andere Gründe, aber es ist eben dieses starke Prestige als eben Helden der Ukraine und auch besonders aufopferungsvolle Teile des Militärs. Das Azov-Bataillon wurde ja inzwischen, glaube ich, ganz regulär eingegliedert in die ukrainische Armee. Und man kann es vielleicht sogar auch so ein bisschen damit vergleichen, wie es dann eben mit linken Kräften vor Ort in Gaza ist
oder in Palästina generell, die sich dann eben an Angriffen durch die Hamas oder durch den islamischen Dschihad beteiligen. Mhm. Einfach weil die inzwischen so ein starkes Prestige vor Ort gewonnen haben als Kämpfer eben gegen die ausländische imperialistische Macht, die sie okkupiert bzw. vernichten will. Und vielleicht noch dazu angemerkt zu den Gegenprotesten. Es ist auch so, dass, glaube ich, das Bündnis Sarah Wagenknecht sehr stark dagegen agiert hat. Ich weiß gar nicht, ob es noch mit anderen parlamentarischen Kräften so sehr war. Ich glaube tatsächlich, dass es dann auch noch von anderen russlandfreundlichen Kräften da eben dann auch Protest gegen gab. Würde mich vielleicht auch mal interessieren, was die AfD dazu gesagt hat. Da habe ich jetzt gar nicht so viel von mitbekommen. Aber abgesehen davon kann man auch sagen, dass in den meisten europäischen Städten es jetzt auch eine Absage oder ein Verbot von diesem Termin gab. Und ich glaube, die, die übrig geblieben sind, waren einmal in Prag und in, ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber die meisten waren eben dann auch verboten worden. Aber ich finde, es zeigt dann auch nochmal sehr, sehr gut, mit was für einem unterschiedlichen Maß gemessen wird, wenn es um im weitesten Sinne ja eigentlich bewaffnete und teilweise terroristisch agierende Gruppierungen geht, ja, die eben einen explizit faschistischen Hintergrund haben. Wenn man das mal vergleicht mit, wie beispielsweise jetzt mit russischen Organisationen umgegangen werden würde oder wie auch mit Leuten, die auch einfach in irgendeiner Art und Weise nur einen vagen, positiven Bezug auf die Hamas beispielsweise haben, wie stark dagegen vorgegangen wird, wenn man irgendwas vermutet zu, es ist ganz lange gelaufen, dass einfach diese Organisation ihre Werbeveranstaltung dort hätte machen können, mit einem aktiven Geld sammeln. Ja. Ja, Encom, also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, so dieses, dass jetzt das Azov-Bataillon irgendwie geläutert sei politisch, aber ich habe ehrlich gesagt dann immer gefragt, ja, was sind denn halt die Quellenlagen dafür? Ich habe jetzt halt immer nur das gehört, dass es gesagt wurde, aber ich habe nirgendwo dafür Fakten finden können, und solange jetzt halt nicht irgendwie das halt ja in irgendeiner Form einwandfrei mir belegt werden kann, bleibt halt mein Stand auch einfach der, dass es halt weiterhin dieses faschistische Bataillon ist. Selbst wenn die jetzt halt sich auf einer großen Ebene halt etwas geläutert haben, ist es ja klar, dass da weiterhin, das steht ja auch hier in dem Bericht, wird jetzt hier von faschistischen Bezügen gesprochen, aber dass da halt die Nazis kämpfen so. Ja, also ich kann das auch nur so sagen. Mag sein, dass ich da vielleicht auch einen blinden Fleck habe, ne? Also ich habe auch das mitbekommen und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es einen gewissen Einhegungsprozess natürlich geben wird, weil es auch für die Ukraine immer eine ziemliche große PR-Frage war. Aber dass es jetzt irgendwie eine massive interne Beseitigung faschistischer Teile davon geben wird, das macht doch einfach keinen Sinn, dass sowas mitten in einem wirklich existenziell bedrohenden Krieg passiert. Ja. Bei so einem wichtigen Teil des Militärs. Deswegen würde ich das mit recht viel Vorsicht genießen. Aber wie gesagt, mag sein, dass wir da auch einen gewissen blinden Fleck haben. Ja, also das mag sein, aber es macht einfach, wie du sagst, keinen Sinn, weil die Ukraine ist, wie ja alle Welt weiß, wirklich auf jeden Mann mittlerweile angewiesen, hat auch tatsächlich mittlerweile ja auch reale Geländeverluste zu verzeichnen gegenüber Russland seit einigen Wochen und Monaten jetzt mittlerweile. Und ja, wie du sagst, das Azov-Bataillon ist ja jetzt nicht irgendwie so eine unbedeutsame Kleinstgruppe, sondern hat halt einen enormen Einfluss und hat auch vor allen Dingen auch diesen symbolischen Wert, den wir auch schon beschrieben haben. Und das ist natürlich auch besonders gefährlich, wenn halt die Nazis diesen Vorkämpferstatus auch erhalten. Ja. Gut, Leute. Ich glaube, das war's für unseren heutigen Überblick, ganz im Lichte der Infrastruktur. Ja. Ja. Finde ich aber auch mal schön, dass wir uns dem Thema Infrastruktur auf so viele Arten und Weisen so bietet sie sich jetzt einfach an, ne? Gewidmet haben. Sie einfach angeboten. Und ich finde auch gerade jetzt noch mal mit unseren letzten Nachrichten, das zeigt halt auch einfach diese teilweise wirklich dann auch desaströsen Zeiten, in denen wir leben, ne? Ja. Also hoffen wir einfach,
das Beste für unsere Infrastruktur. Ja. Du hast noch was Besonderes vorbereitet. Ich habe noch was Besonderes. Es gibt tatsächlich dieses Mal keine anarchistischen Nachrichten, weil tatsächlich in den letzten zwei Wochen erstaunlich wenig passiert ist. Und solange so vergleichsweise wenig schöne und neue und positive Entwicklungen passieren, zumindest was mir jetzt über den Weg gelaufen ist, was ich hier berichten kann, solange werde ich euch mit eigenartigen anderen Dingen beschäftigen. Wir wollen ja auch hier im Überblick auch mal lockere Themen behandeln. Und da gibt es eine absolute ja, Weltkulturerbe, könnte man sagen, die neue Errungenschaft aus Dortmund, und zwar der erste Steakdöner. Das habe ich heute gesehen. Und wo soll es sonst herkommen, außer aus dem Ruhrgebiet, oder? Ja, also vielleicht kann ich es auch wieder einfassen als: immerhin wird hier Gastro-Infrastruktur ausgebaut. Und das ist der Spieß. Also könnt ihr nochmal sehen, wie das Ganze aussah. Ich weiß, der Spieß war jetzt wirklich nicht... Sieht ein bisschen mittel aus. Sieht ein bisschen mittel aus, aber wenn ihr euch jetzt den Döner anschaut, ja, da gehen die Gemüter schon vielleicht wieder ein bisschen hoch. Und ja, Kaiser, du hast recht, das ist eine gewisse Form der Gentrifizierung irgendwo, vor allem wenn man auch den Preis betrachtet. Also das Ganze hat 9,90 Euro gekostet, was natürlich ein absoluter Spitzenwert für einen Döner ist. Also ich teilweise bei uns jetzt schon in den Stani-Dönerbuden bis zu 7,50 Euro. Ja, ja, klar. Es ist natürlich jetzt, der Preis entsteht dann natürlich darüber auch, dass es ein besonderes Produkt ist, was es jetzt einmalig in dieser Form, in diesem Laden gibt. Ja, aber ich habe mich im Dienste der Wissenschaft und für euch da natürlich einmal durchprobiert, damit ihr auch Bescheid wisst, was davon jetzt zu halten ist. Und ich fand tatsächlich, es war ein guter Döner. Das ist schön. Also ich habe mir ja nicht gegessen, was heute, glaube ich, alleine da. Aber die Sache ist, wenn ich mir dieses Bild angucke, ist halt irgendwie so ein bisschen die Sache, ich sehe halt kein Steak, ne? Also ich sehe, ja, das stimmt, das ist da unten, runter. Da unten, ja, ne? Rechts, ja, das sieht halt auch ist halt so ein aus wie normales Dönerfleisch. Es sieht, ach so. Es sind ja auch einfach nur so, es wird ja genauso abgeschnitten und das sind dann halt einfach so Streifen. Du würdest vom Aussehen jetzt halt den Unterschied nicht erkennen. Weil ich frage mich halt so ein bisschen, wenn die sagen, das ist jetzt der erste... Also ich bin sowieso immer so ein bisschen vorsichtig, das ist so ein bisschen wie diese Titel, die sich Currywurstbuden gerne geben mit der schärfsten Currywurst der Welt. Mhm. Ja. Wage ich dann immer so ein bisschen zu bezweifeln, ne? Habe ich auch sehr viele schon von gegessen. Mhm. Natürlich nicht in der schärfsten Stufe, bin ich lebensmüde. Aber ich meine, dass es in Bochum tatsächlich auch einen gibt, wo die dir, wer ist nochmal... Koberind oder so, dann auch aktiv halt Koberind grillen und da rein machen, der kostet irgendwie 30 Euro oder so. Okay. Ja, aber deswegen dachte ich tatsächlich, dass du halt ein gebratenes Steak dann irgendwie klein geschnitten bekommst und nicht, dass das von so einem Spieß gemacht wird, aber ne, wenn es dir geschmeckt hat, so vielleicht immer irgendwann in einem Jahr oder so mal wieder 10 Euro übrig hab für den Döner. Kann sein, dass ich verarscht wurde, aber ich habe mich nicht so gefühlt, weil es schon halt echt ein guter, richtig guter Döner war. Es lag auch natürlich dann nicht nur am Fleisch, aber das war auch interessant, einfach vom Vergleich her und auch so von der Soße und dem Käse und so. Das war schon gut. Aber würdest du sagen, dass es wie ein klassischer Kalbsdöner geschmeckt hat? Nee, schon ein bisschen anders. Anders. Mehr so Rind. Klassisch, ja, Rind. Ja, okay. Ja. Also ich habe schon gemerkt, dass es Steak war. Gut, Leute, ja. Das als kleines, wie gesagt, ist es eure Aufgabe, für tolle Nachrichten der Bewegung zu sorgen, also die nächsten zwei Wochen. Muss auf jeden Fall angepackt werden, hier Organisationen gründen, stabile Aktionen durchführen, nice Analysen anfertigen, heftige Kampagnen starten. Lasst uns ordentlich was aufbauen in den nächsten zwei Wochen, damit ihr auch wieder tolle Nachrichten aus der Bewegung bekommt und dann muss Marian nicht die erste Käse-Currywurst Dortmunds probieren. So, Leute. Ja. War uns wie immer ein Vergnügen. Ich glaube, dann machen wir heute
für immer mit dieser Location Schluss. Ja, genau, weil der leichte Hall ist tatsächlich dadurch verursacht, dass ich mal wieder umgezogen bin. Du ziehst ja auch noch um. Richtig. Und deswegen hatten wir auch ein bisschen Stress, Seo. Aber ist es zum großen Teil geschafft und ab Mittwoch wird dann in neuen Räumlichkeiten die heiligen Hallen ziehen um. Genau, und dann werden wir auch mal endlich irgendwann, ich weiß nicht, ob es schon Mittwoch passiert, wahrscheinlich nicht, aber irgendwann im Anschluss dann auch ein bisschen mehr Zeit haben, um uns auch um den Hintergrund zu kümmern, ja. Deswegen, beim letzten Mal schon gesagt, für alle die Möglichkeit haben, schickt uns Buntglasfenster mit unseren Motiven zu. Oder ich nehme auch ausgemusterte. Alles. Kommt hier an die Wand. Ja. Nice. Also nicht an die Wand, sondern an die neue Wand. Ja, in diesem Sinne, schönen Abend noch. Danke, dass ihr alle dabei wart und Glück auf. Gute Woche euch. Glück auf.